15 Dinge über Ronaldo, die du nicht wusstest. Okay, ich bin gespannt. Ich weiß so gefühlt alles über Ronaldo. Und mal gucken, ob das auch wahr ist, was hier abgeht. Ihr wisst ja, ich bin CR7-Fanboy Nummer 1. Also im Gesamtpaket ist er meine Nummer 1, mein größtes Idol, mein größtes Vorbild aller Zeiten. Und das wird sich auch niemals ändern. So ist es bei mir. Jeder hat da seine andere Meinung, aber das ist meine Meinung. Und deswegen bin mal gespannt, was hier alles so in dem Video auf uns warten wird und was hier so gesagt wird. Let's go. Und 18 Dinge über Cristiano Ronaldo, die du noch nicht kanntest. Ach ja, und bevor es losgeht, eine kleine Challenge für euch. Schafft ihr es, den Kanal zu abonnieren, noch bevor Ronaldo ein Tor schießt? Das hilft mir wirklich sehr und so bekommt ihr jedes Mal mit, wenn schafft ich ein neues den Video Kanal hochlade. Zu abonnieren, bevor Ronaldo und Tor! Nummer 18. Ronaldo schießt nicht nur eine Menge Tore, sondern macht dazu auch noch eine ganze Menge Kohle. Ja, das wusste ich, dass der Fotoshootings hat. Das ist Alessandra Ambrosio, Victoria's Secret Model. Mit der hat Ronaldo schöne Fotos geschossen auf dem Motorrad und so, kenne ich. Einfach gesprochen, der Typ ist steinreich. Bei seinem neuen Club Al-Nassr verdient Oder das er. sah einfach FIFA-Walkout aus, als der da war. Das tut immer noch so im Herzen weh, diesen Transfer zu sehen. Dass er nicht in Europa geblieben ist, ey. Boah, es ist echt immer noch hart für mich. Schlappe 200 Millionen Euro pro Jahr. Und wer jetzt glaubt, das war's, der kennt. Überleg mal, 200 Millionen pro Jahr, Digga. Ich würde mich schon freuen, wenn ich eine Million verdienen würde. 1% davon würde ich mich freuen, Digga. Das ist, oder? Das ist schon krank. Ronaldo schlecht. Jedes Mal, wenn der nämlich einen Schnappschuss auf Instagram postet, verdient er nebenbei locker über 1 Million Euro pro Post. Logisch, dass so manch. Nein, nicht immer. Das ist Quatsch. Nur wenn es auch ein Werbeposting ist. Der wird ja nicht eine Million verdienen, wenn er jetzt hier ein Foto postet mit seinem Sohn. Das muss ja auch schon Sinn machen. Logisch, dass so manch ein Interviewer da über sein Vermögen spekuliert. You are apparently worth $500 million. I don't know, maybe. Warte, was? Eine halbe Milliarde Dollar? Mit wem denkt er, hat das hier zu tun? Allein sein Vertrag mit Nike ist doch schon das Doppelte wert. Er war tatsächlich der dritte Sportler aller. Ronaldo hat, glaube ich, einen Vertrag mit Nike, Lebenszeit, eine Milliarde oder so. Zeiten, der einen lebenslangen Nike-Vertrag unterzeichnen durfte, der ihm 1 Milliarde Euro einbringt. Dass Ronaldo sich kaufen kann, was er will, hätten wir bei dem Vermögen, was er hat, ja jetzt schon mal geklärt. Aber dass er jetzt sogar eine Sache im Weltall besitzt, das wäre doch einfach nur absurd. Was? Was für ein Weltall? Es wäre erstmal eine Sache vorweg. Glaubt ihr, Ronaldo ist der bekannteste Mensch auf diesem Planeten? Ein paar haben gesagt, nein, so ein Donald Trump oder Michael Jackson, die kennen insgesamt mehr Leute auf der Welt. Ich glaube nicht, Ronaldo ist die Person, die die meisten Menschen kennen. Er hat erstens die meisten Instagram-Follower, über 600 Millionen. Und jeder kennt ihn einfach auf dieser Welt gefühlt. Jeder. Das ist so krank. Überlegt euch das mal. Lauft in Düsseldorf rum oder in eurer Stadt, wo ihr herkommt. Fragt mal jeden, den ihr kennt. Eine Oma, kennen Sie Cristiano Ronaldo? Jeder wird sagen, ja, kenne ich. Habe ich schon mal gesehen. Oder zumindest ein Foto zeigen. Kennen Sie diese Person? Muss man ja nicht unbedingt von Namen, aber so vom Bild her. Schon verrückt eigentlich, ne? Absurd, oder? Nummer 17. Fangen wir dafür ganz von vorne an. Alles begann damit, dass Ronaldo seine Fans überraschen wollte, indem er brandneues CR7-Merch im Galaxy-Stil herausbrachte. Ja, Mann. Aber diese Sondereditionen wurden nicht nur gemacht, weil er die Farben so mochte. Ronaldo veröffentlichte gleichzeitig die Neuigkeit, dass ihm eine eigene Galaxie an einem Ort, der über 12 Milliarden Lichtjahre entfernt ist, einfach mal so geschenkt wurde. Ja, richtig gehört. Eine eigene Galaxie. Diese Was? Galaxie soll einige der ersten Sterne überhaupt besitzen und ist zudem die hellste Galaxie, die jemals entdeckt wurde. Es ist die Cosmos Redshift 7, auch bekannt als CR7-Galaxie. Und was? Ja, sie wurde wirklich nach Ronaldo benannt. Cosmos Redshift, was für eine Galaxie, Digga. Ronaldo gehört Galaxie. Ich will besuchen gehen, ich werde rausgeschmissen. Das ist Ronaldos Galaxie, was für Galaxie? Sind die verrückt? Was? Mann, ey, der Typ hat echt alles. Und nur weil er ein Fußballgott ist. Ja, wir wissen ja nicht, ob das alles stimmt, was hier gesagt wird, ne? Aber ich gehe jetzt mal erstmal davon aus, aber es ist ja geisteskrank. Ist jetzt auch noch einen eigenen Platz im Himmel oder besser gesagt im Weltall. Aber jetzt aufgepasst, denn wer schon immer mal etwas über Ronaldos Liebesleben erfahren wollte, der sollte jetzt die Ohren. Ich weiß alles über Ronaldos Liebesleben. Paris Hilton war dabei. Mit Kim Kardashian hat man sich mal getroffen. Überall sind alle mit dabei. Irina Shayk war ja zusammen. Hat er sich getrennt von ihr, weil sie nicht zum Geburtstag seiner Mutter gekommen ist. Und er fand das gar nicht gut, weil er ein familiärer Mensch ist. Dann kam Irina, dann kam Georgina, die er im Gucci-Store kennengelernt hat und sich dann direkt verliebt hat. Sie abgeholt hat. Ich kenne doch alles, Leute.
Spitzen Nummer 16. Und naja, was soll ich euch sagen? Es muss ziemlich gut sein, wenn sogar das beste Tor seiner Karriere in einem Champions League Viertelfinale nicht dagegen ankommt. The way I jump against Juventus, quarterfinals of Champions League, probably. Ja, jetzt sagt er, die Frage kenne ich. Ich will es euch erst vorwegnehmen. One of the best goals I ever seen in football. Better than sex? Better than sex? No. It was, wasn't it? No, with my Gio, no. She said that she wears sexy lingerie in bed every night. And she does that because it makes her feel good. So the obvious question, Cristiano, is, does it make you happy? Makes me happy. Mann, das Gefühl würde ich gerne mal spüren. Also natürlich das Gefühl, so ein Tor in einem Champions League-Spiel zu erzielen. Junge, er sagt, Geschlechtsverkehr mit seiner Freundin ist besser als dieses Tor, Digga. Was geht denn da ab bei dem, ey? Was habt ihr denn gedacht? Aber jetzt verstehe ich auch, warum Ronaldo sein Schlafzimmer so gerne mag. Und vielleicht ist das ja auch der Grund, warum er einer der besten Schläfer der Welt ist. Nummer 15. Seine bewährte Methode ist es nämlich, nicht nachts 90 Minuten schlafen zu gehen und morgens aufzuwachen, wie jeder normale Mensch das tun würde. Denn Ronaldo ist, wie wir wissen, ja auch kein normaler Mensch. Und deshalb schläft er auch nicht wie einer. Ronaldo macht 5-mal am Tag einen 90-minütigen Powernap, sei es in seinem Privatjet. Ich glaube aber, das ist so eine Lüge, Digga. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der das aktuell immer noch macht. Ich würde darauf gar nicht klarkommen, wenn ich nicht durchschlafen würde. Ich schlafe jetzt, ich gehe mich hinlegen, 90 Minuten. Dann werde ich wieder wach, lege mich wieder dann später hin, 90 Minuten. Das ist doch so komisch, Alter. Ich finde es echt komisch. Ich kann mir das nicht vorstellen. Oder auf seiner 30.000 Euro teuren maßgefertigten Matratze. Ronaldo kümmert sich so sehr um seinen Schlaf, dass er sogar seinen Fußballverein dazu gezwungen hat, Schlafkapseln im Trainingsgelände zu installieren. Und was? Das macht er alles nicht ohne Grund. Denn Ronaldo war tatsächlich mal fett. Nicht leicht angedickt wie eine Soße, sondern... Digga, Ronaldo einfach Werbung für KFC gemacht. Ne? Wusstet ihr das? Tatsächlich mal fett. Nicht leicht angedickt wie... Wusstet ihr, dass das Ronaldo, guck mal, was für Seiten der früher hatte. Bodenlos. Einfach Ronaldo Werbung für KFC, Alter. Ist das krank. Eine Soße, sondern fett. Nummer 14. Okay, ihr habt ja recht. Ronaldo war eigentlich gar nicht dick. Aber Ronaldos Team behandelte ihn zumindest so. Also nicht gleich abschalten. Es war so besorgt darüber, dass er ein paar Kilos zulegen würde, dass sie extra einen übergewichtigen Mann eingestellt haben, nur um Cristiano zu motivieren, nicht auch so auszusehen. A lot of people say my methods and exercises are silly. Was ist das denn? Das hab ich ja noch nie gesehen. Those people are wrong. Hä, was ist das denn? Ist das, das sieht aus wie rein editiert. Was ist das denn? Was ist das? Also ein bisschen verrückt war sein Team ja schon. Ich meine, wie kommt man auf sowas? Das könnte daran liegen, dass auch wenn man es seinem Aussehen nicht ansehen mag, Ronaldo es liebt zu essen. Nummer 13. Er liebt es so sehr, dass er nicht einmal eine einzige Mahlzeit essen kann, ohne ein Selfie damit zu machen. Er isst dabei auch nicht immer die gesündesten Sachen. Oktopuspizza, Fastfood von KFC und andere leckere Dinge sind dabei keine Seltenheit. Und Ronaldo hat wegen seiner speziellen Essgewohnheit sogar einen persönlichen Koch angeheuert, um so sicher zu stellen, dass er 6 Mahlzeiten pro Tag... Wisst ihr, das ist auch echt, einen eigenen Koch zu haben, das ist das Geilste, was es gibt, Digga. Stell dir vor, ich hätte einen eigenen Koch. Machst du mir bitte heute Nudeln mit Garnelen? Dankeschön. Wie geil ist das, einen eigenen Koch zu haben? Okay, das ist schon ein merkwürdiger Flex, aber wahrscheinlich nicht so merkwürdig wie das, was jetzt kommt. Nummer 12. Kaffee trinken. Ronaldo war nämlich in einigen der seltsamsten Werbespots aller Zeiten zu sehen. Shoppi, Shoppi, Shoppi. Das ist ein Fernseher. Shoppi, Shoppi. Was ist das denn? Oh Mann, was die wohl bezahlt haben, dass Ronaldo sowas hier anzieht? Doch egal, wie viel Zeit er investiert, in den nächsten Punkt fließt definitiv mehr seiner Lebenszeit. Nummer 11. Denn falls du dachtest, es ist einfach nur Zufall oder... Ich schwör, das war die geilste Ronaldo-Frisur. Ne? Ich habe diese Haare so gefeiert. Ich habe immer Bock auf Spaghetti bekommen, als ich die... Das stand dem auch so gut, ne? Dieser Schnitt einfach mit den Haaren, mit diesen blonden Strähnen, so ein bisschen verwuselt da oben. Das sieht schon... Das ist der Ronaldo, wie wir ihn kennen. Prime Ronaldo. Das ist Prime Ronaldo, Chat.
Achtest, es ist einfach nur Zufall oder eine gute Portion Glück, dass Ronaldo weniger Körperfett hat als die meisten Supermodels, dann muss ich dich leider enttäuschen. Denn der Typ trainiert härter als jeder andere Fußballer. 4 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche und wie viel in einem Jahr? This year I spend 620 hours in training sessions. Ronaldos Trainingsprogramm ist nichts, was man einfach so in jedem 0815 Fitnessstudio machen kann. Ich meine, der Typ macht wortwörtlich Cardio, indem er unter Wasser Fahrrad fährt. Dazu kommt noch, dass Ronaldo ungefähr 22,5 Tonnen Gewichte stemmt. Und das wohlgemerkt in einer Trainingseinheit. Um sich das mal besser vorstellen zu können, das ist so, als würde man ein Auto 50 Mal hochheben. Und gerade wegen seinem hart erarbeiteten Körper... So eine Maschine. Hard work beat talent. Ist Ronaldo für viele das ideale Männerbild. Aber sah der eigentlich schon immer so gut aus? Nummer 10. Naja, nicht wirklich. Ich schwör, früher sah Ronaldo so aus, ne? Das ist schon krank, wenn überlegt, was der da für Schönheits-OPs auch hinter sich hat, ne? So lachen bei diesem Foto, Alter. Junge, hier voll die Falten, alle weg. Zähne gemacht, Nase gemacht, hier gemacht, alles gemacht. Dieses Foto, ich kann nicht mehr. Ronaldo hat wahrscheinlich schon mehr plastische Eingriffe gemacht als Michael Jackson. Also, das könnte wirklich sein. 600 Euro im Jahr, um seine Augenbrauen zu richten. 2000 Euro im Jahr, um seine faltige Stirn zu glätten. 5000 Euro für eine Nasenkorrektur. Und ganze 20.000 Dollar für seine Zähne. Ob du es glaubst oder nicht. Ja, da würde ich mal gerne die Quellen sehen, ne? Ronaldo hat sogar eine Haartransplantation gemacht. Aber nur durch sein gutes Aussehen wurde Cristiano Ronaldo dann doch nicht zur Fußballlegende. Das Geheimnis dahinter steckt zu einem Großteil hinter seiner Trikotnummer. Nummer 9. Als Teenager trug Ronaldo nämlich eigentlich die Nummer 28. Er trug sie auch bei einem Freundschaftsspiel gegen Man United. Ja, aber als er dann zu Man U gegangen ist, hat Sir Alex Ferguson gesagt, ey, wir geben dir die Nummer 7. Und er hat gesagt, das war für mich eine große Verantwortung. David Beckham hatte sie vorher gehabt. Und so fing das ja mit der Nummer 7. Team dominierte Manchester United so stark, dass diese Ronaldo sofort unter Vertrag nehmen wollten. Prompt eine Woche später gaben sie Ronaldo den teuersten Vertrag der Geschichte für einen Jugendspieler. Ronaldo kostete dabei über 12 Millionen Euro und das in diesem jungen Alter. Eine Sache, die Ronaldo nach seinem Wechsel zu Manchester United zu einem ehrte, aber zum anderen auch unter starken Druck setzte, war der Fakt, dass United nicht nur wollte, dass Ronaldo ein Starspieler wird, sie wollten, dass er in die Fußstapfen der Legende schlechthin tritt. In die von Alex Ferguson. All players know in Manchester and around the world as well that number 7 is a mythic number in this club. So Alex Ferguson said to me, you're gonna take the number 7. Yeah. It was that kind of moments that you never forget. I knew it's the history. Auf die Nummer 7 in der Club. Mann, was ein legendärer Moment für die Karriere Ronaldos. Aber wusstest du, dass Fußball nicht einmal Ronaldos Lieblingssportart ist? Nummer 8. Was? Wir haben ihn zum Beispiel schon Baseball spielen sehen. Und auch im Basketball hat er sich das ein oder andere Mal schon probiert. Ronaldo liebt es nämlich, Dreier zu werfen oder sogar zu dunken. Es wurde sogar gemessen, dass Ronaldos vertikaler Sprung höher ist als der der meisten NBA-Spieler. Er verglich sich nach seinem Kopfballhöhenrekord deshalb sogar schon mit der Legende Michael Jordan. CR7 Air Jordan, ja man, wisst ihr, wie hoch der da gesprungen ist? Persönlich, woraufhin andere NBA-Spieler seinen legendären Jubel nachmachten. Doch trotz all dem ist Basketball auch noch nicht Ronaldos Lieblingssport. Es sind tatsächlich Kampfsportarten wie Boxen oder MMA. Stimmt, der guckt da auch gerne zu, Boxen, MMA. Auch wenn er weiß, dass er selbst wahrscheinlich niemals ein Profiboxer sein könnte. Do you think you could be a fighter? I don't think so. Und wäre das mit der klitzekleinen Fußballkarriere aus irgendeinem Grund nichts geworden, dann hätte CR7 aber auch einfach Profi-Rennfahrer werden können. Nummer 7. Eine Trainingsstunde hat er sich für den Fall der Fälle, dass das mit dem Fußball irgendwann nichts mehr ist, nämlich wirklich schon mal genommen. Da muss man so aufpassen, ne? Ich kenne diese Videos, kenne ich gar nicht, Alter. A lot of attention because I was like in the pressure. Unbelievable, fantastic experience. Oh Mann, ein guter Rennfahrer, nebenbei auch noch einer der besten Fußballer der Welt, mit dem besten Schlaf, ein Weltrekord für den höchsten Sprung. Jetzt sag mir nicht, der Typ hält sogar mehrere Rekorde. Nummer 6. Oh doch, das tut er. Es mag der Traum eines jeden Kindes sein, für Ronaldo wären das 49 zu wenig. Ja, du hast richtig gehört. Ronaldo hat in seinem bescheidenen Leben bisher ganze 50 Weltrekorde aufgestellt.
Spielfeld. Angefangen beim Erzielen der meisten Tore überhaupt bis hin zum höchst bewerteten FIFA-Spieler aller. Ey, den habe ich auch gezogen, aber nicht den. Zeiten. Ronaldo kaufte sogar vor kurzem das teuerste Serienauto in der Geschichte eines Sportlers. Einen 14 Millionen Euro teuren Bugatti. Aber 14 Millionen Bugatti, Digga. Ein Auto, 14 Millionen, ne? Damit längst nicht genug. Der Reporter hier kennt sich mit seinen ganzen Rekorden nämlich bestens aus. You currently hold these records. Most goals in a UEFA Champions League season by an individual. Most Champions League goals scored in a calendar year. Most hat-tricks in a La Liga career. Most followers on Twitter for an athlete. Most liked person on Facebook in the world. Pretty, pretty good. Okay, das reicht jetzt. Wenn wir uns all seine Rekorde anhören würden, säßen wir bestimmt noch übermorgen hier. Obwohl... Heftig, Alter. Hat auch die meisten Follower auch bei Instagram, ne? 100 Millionen mehr als der zweite, oder? Warte mal, ich will mal kurz gerne wissen. Meisten Instagram-Follower. So, das Ranking der 15. Zum 22. November 2023 hatte Ronaldo rund 613 Millionen Instagram-Follower. Den zweiten Rang? Was? Ach, Instagram an sich hat mehr Follower als Ronaldo. Instagram an sich hat 663 Millionen, ne? Instagram an sich. Ronaldo hat 613. Könntest du mal kurz gerne angucken, Freunde. Hier. Instagram, ja, aber das zählt nicht, Digga. Instagram selbst hat 663 Millionen. Das wird Ronaldo safe überholen, da kann ich meinen Arsch drauf wetten. Messi 493 Millionen, einfach 120 Millionen mehr als Messi. Selena Gomez, Kylie Jenner, The Rock, Ariana, Kim Kardashian, Beyoncé, Nike. Digga, das ist so krass, Alter. Wie viele Millionen, Alter. Wusstest du, dass Ronaldo auch eine rekordverdächtige Stimme hat? Nummer 5. Doch kommen wir erstmal zu seinem Musikgeschmack, bevor wir uns seinem eigentlichen Talent widmen. Hat Rihanna Stay gesungen. Das weiß ich noch. Und obwohl man Ronaldo schon oft mit Rapper Lil Wayne gesehen hat, ist das anscheinend mal so gar nicht sein Musikgeschmack. Tatsächlich hört er lieber Phil Collins, George Michael, Elton John und brasilianische Musik. Seine Liebe zur Musik geht sogar so weit, dass Ronaldo sich entschied, in ein Tonstudio zu gehen, um mal dieser ein Song Amor Mio Seins auszuprobieren. Amor Mio Eres el ser que amo. Also, ob das einem gefällt, sei jedem mal selbst überlassen. iShow Speed ist auf jeden Fall angetan von Ronaldos Gesangskünsten. Look at his voice! Whitney Houston! Whitney Ronaldo! Keine Ahnung, ob das jetzt der neue Hit wird. Kann Ronaldo, so berühmt wie er ist, aber auch eigentlich egal sein. Denn wenn ihr dachtet, Justin Bieber oder der Präsident der USA sei berühmt, dann muss ich euch leider enttäuschen. Nummer 4. In dieser Hinsicht spielt Ronaldo nämlich wie auf dem Platz auch in einer ganz anderen Liga. Er ist quasi die berühmteste Person auf der gesamten Welt. So ist er der meistgefolgte Sportler auf Twitter oder X, die meistgefolgte Person auf Facebook, nutzt das überhaupt noch jemand? Und seine Wikipedia-Seite wurde über 48 Milliarden Mal angesehen. Aber was? Wikipedia 48 Milliarden Mal? Jetzt haltet euch fest. Er wurde kürzlich die erste Person, die nicht 100, nicht 200, nein, auch nicht 3, 4 oder 500 Millionen, sondern ganze 600 Millionen Instagram-Follower geknackt hat. Damit hat er mit Abstand die meisten Follower auf Instagram. Aber schaut euch mal an, was er damals beim Erreichen der 500 Millionen-Marke gesagt hat. Hi guys. 400 million. Wow, what a number. Now I can say without you this would be possible. So from the bottom of my heart I have to say thank you. Doch neben all den positiven Dingen überschatten auch einen Superstar wie Ronaldo hier und da dunkle Zeiten. Nummer 3. Es ist das Jahr 2009. Ronaldo und seine Jungs wollen feiern gehen und fliegen deshalb, wie es sich gehört, mit einem Privatjet in die Partyhauptstadt schlechthin, Las Vegas. Und du weißt ja, was man... Hat sich Ronaldo nicht da verkleidet oder so? Sagt, was in Vegas passiert, das bleibt auch in Vegas. Allerdings nicht Ronaldos Geheimnis, so schien es zumindest. Developing story here on SportsCenter. Cristiano Ronaldo is under investigation for a rape allegation and investigators here in the US are seeking DNA from the man widely considered to be the... Ja, dieser Skandal da, ne? Ronaldo leugnete alle Vorwürfe und veröffentlichte daraufhin ein Statement. No. What they said today is
Fake, fake news. Die ganze Story kam allerdings trotzdem vor Gericht. Die Frau, die Ronaldo beschuldigte, behauptete sogar, Ronaldo habe ihr Schweigegeld in Höhe von satten 300.000 Euro gezahlt und verlangt vor Gericht deshalb 25 Millionen Euro Schadensersatz. Ja, aber 25 Millionen. Als sich daraufhin Ronaldos Anwälte einschalteten, fanden die heraus, dass nicht Ronaldo, sondern die Frau in echt die Schuldige war. The alleged victim had sued him for $25 million in damages, but the judge dismissed the case with prejudice, meaning it can't be refiled. Puh, da hatte Ronaldo nochmal Glück. Aber wer so reich und berühmt ist, muss halt echt aufpassen, mit wem er sich umgibt. Und dieser Status hat einen weiteren teuren Preis. Einen sehr teuren. Keine Freiheit, du kannst nirgendwo mehr hin. Nirgendwo, er kann nirgendwo mehr hin. Die eigene Privatsphäre, Nummer 2. So kann Ronaldo nicht mal mehr in Ruhe einen Kaffee trinken gehen, ohne von Fans und Paparazzi regelrecht belagert zu werden. Das ist also ein Experiment. Ronaldo geht Kaffee trinken und wie oft er es schafft, Fotos zu machen und wie oft er Kaffee trinken kann. Und jetzt mal im Ernst, die Leute haben mehr Fotos von ihm gemacht, als Ronaldo Schlücke aus seinem Kaffee nehmen konnte. Ihr seht also, Ruhm ist nicht immer das Beste auf der Welt. Aber wusstest du, dass Ronaldo die Welt still und heimlich ins Positive verändert? Nummer 1. Denn es gibt keinen einzigen Sportler, der sich für das Retten von Leben so einsetzt, wie es Ronaldo tut. Von 83.000 Euro für eine Gehirnoperation eines jungen Fans bis hin zu einer 165.000 Euro Spende für ein Krebszentrum, das seiner Mutter half, den Krebs zu besiegen. Was? Ronaldo versteigerte sogar seinen Ballon d'Or für sage und schreibe 600.000 Euro, um all seine Einnahmen an die Make-A-Wish Foundation zu spenden. Aber krass, das war erst der Anfang. Ronaldo war so motiviert, so viele Menschen wie nur möglich während der Covid-Pandemie zu retten. Er spendete nicht nur 1 Million Dollar an portugiesische Krankenhäuser, um gegen das Virus zu kämpfen, sondern nahm auch noch einen Gehaltsverzicht von 4 Millionen Euro in Kauf, damit keine Mitarbeiter seines Clubs entlassen werden mussten. Schon krass, Alter. Einige von Ronaldos größten Spenden kamen jedoch nach den verheerenden Erdbeben, die die Türkei und Syrien zerstörten und über 50.000 Menschen töteten. Ronaldo schickte zahlreiche Hilfspakete mit Flugzeugen an Überlebende in diese Region. Bei einem Erdbeben in Neapel machte Ronaldo sogar eine Spende in Höhe von 7 Millionen Euro. Und genau diese Spende machte ihn zum weltweit großzügigsten Athleten aller Zeiten. Diesen Titel zu bekommen, hat ihn vielleicht Millionen gekostet. Aber dieser Titel ist mehr wert als alles, was man sich kauft. Kann. Ja. Apropos kaufen, wenn du jetzt noch wissen willst, was für extrem teure Dinge Cristiano Ronaldo Sohn besitzt, klick jetzt hier aufs Video und dann sehen wir uns auch gleich schon wieder.